Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch mein K-Pop-Regal. Ich habe zwar noch K-Pop-Merch irgendwo hängen oder so, aber das könnt ihr euch ja mal in der Roomtour zeigen. So, dann würde ich sagen, wir reden gar nicht lange, sondern ich fange einfach gleich an. Ganz oben auf meinem Regal habe ich die BTS Funko Pops. Die waren noch ziemlich schwer zu bekommen, weil ich ja in der Schweiz lebe und dann gibt es noch sonderlich viel von K-Pop, auch bei den Alben. Dann habe ich auch einen BT21 Funko Pop. Und hier ist eigentlich nichts mehr sonderlich K-Pop, sondern einfach Sachen aus Thailand, Anime und so weiter. In meinem ersten Regal habe ich BTS-Alben. Hier sind meine vier Persona. Also Map of the Soul Persona Alben. Hier habe ich das, was ich nicht aussprechen kann, Part 1 Part 2. Die blauen suche ich noch. Eine offizielle Bang-Tasse und of course meine Bang Bang Con VIP-Karte. Ein BTS World Album, Young Forever Day and Night Version, School of Affair, Dark and Wild, Oh Are You Late Too, Too Cool for School und Wings D. Hier habe ich natürlich auch noch meine Bang Bang Con Ticket. Und die zwei BTS Trolls. Die sind ziemlich verhasst, aber ich habe die trotzdem gekauft, weil Bias und Bias. Dann habe ich schon You Never Walk Alone, beide Versionen. Und dann habe ich alle Versionen auf Love Yourself. Da war ich wirklich ein Jahr dran, alle zu finden. Ich habe ja angefangen zu collecten letztes Jahr, Anfang letztes Jahr. Und ja, so viel habe ich unterdessen. Dann habe ich hier Japanese Alben. Die sammle ich aber nicht. Sondern das habe ich gekauft, weil hier ist einfach mein Lieblingsfotoshoot. Und da gibt es ein Fotobuch dazu. Das zweite habe ich gekauft, weil es eine stundenlange DVD drauf hat, wie sie denn den Fotoshoot gemacht haben und so. Und hier sind einfach wunderbare Lieder drauf. Dann habe ich eine Jimin Handcreme. Und diese Sachen aus dem BTS Membership Kit. Member Kit. You know what I mean. Und da habe ich auch das Fotobuch und auch das Plakat, aber das zeige ich euch nachher. Ich habe es nicht aufgehängt, weil eben meine Wand tötet alles und Rahmen sind teuer. hier sind meine vier Map of the Soul 7 Alben. Keine Ahnung, warum es hier eine Lücke hat, aber mein Liebling ist Number 4, also Version 4. Dann im Regalabschnitt unten dran habe ich so DVDs und so. Fangen wir hier an. Hier ist eine Namjoon Photocard. Hier sind zwei Army Bombs. Die hier ist echt, die Version 1. Und die hier ist fake. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die kaufen kann, weil in der Schweiz findet man es nirgends. Ich könnte es zwar bei Cocodive oder so bestellen, aber von wegen gratis Lieferung. Ne? Ich habe mal was bestellt für 90 Euro. Zwei Wochen später kommt die Zollrechnung für über 100. Mache ich nicht mehr. Dann habe ich hier einen Cookie-Spiegel und eins meiner Lieblingsbilder, weil Namjoon, Jimin, Hobi. Dann habe ich hier die Love Yourself World Tour in Seoul. Die Blu-ray, ich werde auch keine Blu-rays mehr kaufen, weil ich fühle mich irgendwie verarscht. Ich sehe keinen Unterschied beim Bild und es hat einfach viel weniger dabei als bei den DVDs. Also die nächsten werde ich alle als DVD kaufen. Hier mein Lieblings-DVD von BTS. Hier ein Standy aus dem Winter-Package. Hier ist das Winter-Package. Und mein allerlieblings-Memories-Thing. Deswegen habe ich mir den auch gekauft. Und eine Blackpink World Tour DVD. So, dann kommen wir. Ich bin ja ein Multistand, deswegen habe ich auch von anderen Gruppen Alben. Leider lange nicht alle, die ich möchte und auch nicht von allen Gruppen, die ich möchte, weil ja, it's a struggle. Hier unten habe ich Blackpink, Let's Kill This Love, Pink Version, Square Up, Pink Version und Super M, Kyle's Version.
Von Super M, die Collector, ich glaube nicht mehr. Es sind mir einfach zu viele Versionen, die es gibt. Und da habe ich einfach mehr für die Kai-Version entschieden. Und ich bekam einfach eine 10 Photocard. Das war super lustig, weil im Laden dachte ich, Kai oder 10? Kai oder 10? Ich wusste es nicht. Und dann habe ich einfach eine 10 Photocard bekommen. Mega. Dann ist hier mein Hyuna-Album, mein einzigstes. Auf ein anderes warte ich noch, aber it's Corona time. Es hängt irgendwo an der Grenze. Hyuna stan ich seit 2013, auch wenn es nicht richtig als K-Pop angesehen habe. Ich habe es einfach all die Jahre über bis heute gehört und vor 2 Jahren so die Erleuchtung. Hier ist mein Triple H-Album. Eines fehlt mir auch noch von hier. Bin ich mega happy, dass ich das habe. Ich habe auch die Hyuna CD. Yes. Hier ist mein eines Block B-Album. Unterschrieben. Habe ich für 7 Franken bekommen, weil innen und hier ist es einfach total damaged. Aber ich hoffe mal, es ist echt, auch wenn nicht, es war ziemlich günstig von dem her. Ja, hier habe ich ein Standy. Und hier kommt meine Monster X Collection. Die wächst hoffentlich noch, weil ich will auf jeden Fall jede Version von Follow. Dann habe ich hier The Clean Part 1 einmal. Dann das englische Album. Da kaufe ich nicht alle Versionen, weil irgendwie sehen alle gleich aus. Also innen auch. Irgendetwas habe ich mal gesehen, dass die alle gleich aussehen. Aber ich weiß es nicht, aber ich kaufe einfach mal die nicht alle, weil ich liebe die koreanischen mehr. Sonst könnte ich auch gleich englische Musik hören. Nichts gegen die Leute, die es mögen. Aber ich bin mehr hier. Follow. We are here. Typ. Dann von dem Album muss ich auch noch alle Version haben, genauso wie The Code, da gibt es nur eine. Und hier gibt es noch 2 andere Versionen. Das habe ich erst gerade gekauft. dann habe ich noch ein Déjà-vu-Album. In meinem alten Roomtour-Video hat man gesehen, ich habe eine mit Unterschrift. Das ist jetzt aber nicht dieses Album, sondern das Album mit Unterschrift habe ich getradet. Der größte Fehler meines Lebens. Weil vor 5 Monaten war das, meins kam auch vor 5 Monaten an, aber meine Alben, die für es ankommen hätten sollen, Deutsch, kamen bis jetzt nicht an. Und es wird es auch nie, denke ich. Ja, mache ich nie mehr. Hier habe ich ein BIP-Album. Ist auch ziemlich damaged, weil den habe ich für 1 Franken bekommen. Und hier habe ich meine kleine, aber feine Pentagon Collection. Pentagon hatte ich noch mal eine richtig lange Zeit voll gestand. Und dadurch kamen dann 2 Alben in meine Collection. Unterdessen ist es nicht mehr so stark, dass ich Pentagon stane. Aber noch immer höre ich die einen Lieder von ihnen. Und ja. Hier habe ich noch ein Block B Album. Und zwar Her Limited oder Special Edition. Ich bemerke gerade, ich habe nur 2 Block B Alben. Oha. Aber im Block B Lightstick soll bald ankommen. Dann im Regal unten dran habe ich einfach ein Bild, Blackpink Bild. Das Plakat, wie gesagt. Dann habe ich einen Fake Coacher Haarband, einen echten Coacher Anhänger, einen echten RJ Anhänger, einen Fake Coacher Anhänger und dieses Hip-Hop Monster von Jimin. Und ein Tada, wie die 21. Plüschi. Der ist echt deutsch. Und dran habe ich ein RJ-Kissen. Und ja, ich lege es nicht ins Bett, weil er war mal weißer. Jetzt ist er grau. Und ich will nicht, dass er irgendwann schwarz ist. noch ein BTS World Album. Ich wollte mehr Fotokarten, aber ich bekomme genau die gleichen. Toll, oder? Dieses Teil. Mein Monster X Fotobook. Und hier drin sind so ein bisschen die originalen Sachen von BTS aus den Alben, heißt die Standees, die Fotokarten, die man zu jedem Map of the Soul, Seven bekommen hat und so. Hier ist mein Fotobook für alle. All meine Poster, ja, zusammengelegt, it's hard. Hier sind noch mehr so offizielle Sachen drin.
Und hier sind meine BTS, K-Pop und K-Bang Hefte. Ja, und das wäre dann aber schon mein K-Pop-Regal gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, was so eure Lieblingsbands sind und ob ihr schon Merch von ihnen habt. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns bald in einem nächsten Video. Tschüss!